So, gegen dich habe ich gekämpft und dann bin ich wieder weggegangen, genau. Da hinten liegt nichts, was ich brauchen könnte. Da unten war der Dieb. Schon näher. Habe ich jetzt aber schon zwei. Wenn du Schande wärst, würde ich dich sofort suchen zu fangen zumindest. Das ist natürlich nicht, dass es klappt. Das war wohl auch sehr stark, dass es klappt. So, Schmarotz haben wir hier noch. So rumliegen. Gut. Was lama so. Ja, dann mache ich die Tür auf. Hilft eh nix. So, tschüss Lama. Okay, kann ich runterklettern. Mein Mentor lebte einst hier. Der kann sich glücklich schätzen. Forscher Götz. So eine riesige Hütte gehabt zu haben. Level 45, was ist denn da jetzt los? Ja, und das ist unser Fragst. Gehardos will auch mal wieder kämpfen, glaube ich. Er möchte ja dann fit sein. Für die Arena. Magneton, na gut, Glorak, du auch. Du hast auch fit für die Arena sein, wenn du mir willst. Sehr gut. Wachstum? Nee. Muss nicht sein. Du bist ja unglaublich stark. Du kommst nicht weiter? Versuch doch mal die Leiter da hinunter zu klettern. Okay. Jetzt hole ich mir noch einen Kapsel X-Treffer. Hier gibt es ja ziemlich viele Chanera. Oder ist das jetzt, weil ich Fangserie über 10 ist? Und auch die Pokémon anscheinend auch öfters auf. Keine Ahnung. So, du werfst dich schon an. Okay, Momentchen mal. Ich wollte jetzt gerade noch eine Beere einsetzen. Ich hab schon wieder Shishi. Eigentlich werde ich mal rechts hoch mal. Super, dann können wir gleich noch eine Beere einsetzen. Und dann greift schon wieder direkt an. Was los, jetzt auf einmal. Dass ich Beeren einsetzen will. Nimmt sie erst so komisch. Na gut. Da sind wieder viele Bonbons. Fact. Und Serie 12, immer weiter so. So, Leiter runter zu klettern, okay. Aber hier gibt es auch eine Treppe. Wo komme ich denn da hin? Ah. Ein Hypertrank. Noch ein Chanera da unten. Du wirst mir dabei helfen, stärker zu werden. Cool. Freue mich schon. Ich werde ja nicht gefragt. Na geil. Astrina Julilam. 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 Einfach ein französischer Astrina hier. Na gut.
Rasafna. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht auch wegmachen könnten. Mit einem Schlag. Oder wir haben ziemlich viel Spezialangriff. Jo. Und das sollte ein Level-Up für Glurak und Garados sein, oder? Gibt es das? Glurak auf jeden Fall. War das noch nicht. Okay. Das kam unerwartet. Ich muss noch viel stärker werden, wenn ich gegen Pyro gewinnen will. Solange trainiere ich hier. Gute Idee. Ach. Ja, hüpf ruhig rum. Natürlich gebe ich das auf. So. Zum Glück zerstört das nicht einmal die Fangserie. Hier ganz an der Spitze ist noch ein Atom. Ein Stärkebonbon? Echt? Ich glaub, von Kämpfen und so gerecht auch andauernd so viele. Jetzt liegt da ein Stärkebonbon einfach so rum. Na gut, von mir ist. Okay, nee, ich komme tatsächlich nicht weiter. Ich soll die Treppe weiter runterklettern. Und wenn du meinst. Du findest 5 silberne Himbeeren. Sehr gut. Ja, ich glaube, die Chance auf Janera ist auch ein bisschen erhöht. Kämpfen wir direkt neben Janera. Wer bist du? Hier sollte eigentlich niemand sein. Ja, siehst du ja, dass ich hier bin. Sollte Fahrradkette. Porsche Ramon. Ramon. Pikachu, ich weiß nicht. Pikachu ist aber vielleicht. Könnte sein, dass es nicht ausgeht, aber. Nee, so schwach ist Pikachu wieder nicht. Da haben wir den Level-Up von Gyarados. Slamok, nee, was er noch kann. Kommen wir mit einer guten Bodenattacke. So, die Brille von dem Forschern ist noch gar nicht zerbrochen. Die sind doch dann aus irgendeinem Grund erst irgendwie aus irgendeinem Grund. Okay. Volltreffer, ja. Naja, okay, gut, da habe ich zu viel. Ihr wollt. So, vielleicht sieht man ja irgendwie, wie die Brille von dem Wissenschaftler zerbricht. Mal gucken. Nicht selektiv, ja. Also, schaut genau hin. Nee, ist einfach zerbrochen auf einmal. Was für ein Reinfall. Was? Du suchst einen Schlüssel? Keine Ahnung, wovon du redest. Janera. So toll, dass du hier bist. Slamok. Noch toll, dass du hier bist. Ja, aufgeben. Das ist leider nicht als Slammer. Ein Feuerstein hierin. Jetzt geht's. Hätte man irgendwie denken können, dass da einer ist. So. Na, Janera, bist du Shani oder bist du winzig? Und Slammer, noch ein Junge. Ich verrate jetzt mal was. Wenn man auf das Feld da tritt, wird man zum Eingang zurück teleportiert. Na, da stand sowas. Ja, wirklich. Dann nehme ich eben die Treppe. So, immer noch ein kleines Janera. Großes Slammer. Du kannst herkommen. So, nein, wir springen mal wieder rum. Kann ich ihn auch ohne Beere werfen? Ansetzen. Also füttern. Verfüttern. Komm. Werft an. Lädt aber nicht den Ring. Verstehe ich nicht. Das ist seltsam. Den ich machen. Okay, egal. Großartige Sachen, okay. Gut, super. Super Multiplikator mal wieder.
Explosion. Kannst du nicht schon Finale? So, Finale. Anwender verursacht eine Explosion, mit der rundum riesen Schaden anrichtet und Selbstkampf unfähig wird. Anwender explodiert, richtet bei allen Pokémon zusammen vergeben. Großer Schaden an, wird Selbstkampf unfähig. 52, aber der stärker jetzt. Ah, Explosion ist stärker. Okay. Na dann, der lernt halt Explosion. Stärke 250. Wahnsinn, so. Oh, gruselig. Oh, schon näher, ist das wahrscheinlich? Oh nein, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich hier nur gelandet? Dort die Sting rauf und dann den Teleporter nehmen, wo der kleine Junge steht. Die Ludwig, aber klar, nix. Mit 4 Pokémon bist du da hier am Start. Smogon, okay. Okay, muss nicht sein. Smogon, nee. Komm mal dabei. Smog Mog, na sowas. 2 Stunden nach der Stream. 2 Stunden halb im Chat. Müsste ich gerade selbst machen. Aber egal. Dabei wollte ich doch nur in aller Ruhe einklauen gehen. Verstehe, einklauen. Die früheren Besitzer haben viel nützliches Zeug liegen lassen. Ah ja. Gut zu wissen. Tagebuch, 1. September. Mewtwo ist zu stark für mich. Ich bin außerstande, seine unkontrollierten Wutausbrüche einzudämmen. Matchbomb. So, noch ein Slamok. Ja gut. Du kannst euch weg schon, Ära, kein Problem. Top-Trank. Egal, gut. Klick, du hast noch versteckten Schalter betätigt. Das ist ein Geräusch, das klingt so, als ob ich irgendwas bewegt hätte. Ja, direkt neben mir zum Beispiel. Wechselamok. Schlafende Runde. Ach, kann ich ja sogar. Sehr gut. So, nochmal klicken. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss zuerst in irgendeinem Raum und dann erst. Hier ist so schön viel Platz. Ein idealer Ort für meine Forschungsarbeit. Die da wäre. Mr. Forscher Angelo. Angelo. Ach, 2 Stunden Streamen und da werden wir schon mal wieder. So. Was mache ich bloß? Tja, gegen mich verlieren. Hier gefällt es mir. Wenn ich mich hier niederlasse, komme ich mit meiner Forschungsarbeit bestimmt gut voran. Ein Ditto, nein, meine Serie. Ditto.
Aber es ist ein Dittoff. Dittoff. Okay, tschüss Fangserie. Und hallo, Ditto. Herrlicher. Okay, Silvan Himmel wäre. Ich weiß nicht mal, ob die Serie ändert, wenn ich das versuche jetzt zu fangen und es dann flüchtet. Beziehungsweise, ob überhaupt, wenn irgendein Pokémon flüchtet. Dann die Fangserie aus ist. Keine Ahnung. Ah, das war ich nicht. Das habe ich nicht gemacht. Okay, wurscht. Okay, großartig, gelber Kreis. Das Lama funktioniert auch oft. Nicht jetzt, warte mal. Erstmal diese Leere. Nein. Oh. Geht der Flüchte bestimmt auch schnell. Das ist der erste halbwegs seltene Pokémon, was ich so schnell gefangen habe. Beziehungsweise die zwei Chaneha sind ja auch halbwegs schnell, flink, flott. So, ein Ditto. Wenn es einen Gegner ausmacht, verwandelt es seinen Körper in eine nahezu perfekte Kopie seines Gegenübers. Cool, na, jetzt werden wir gleich herausfinden, ob immer noch so viele Chaneha spawnen. Ein Sonderbonbon, genau, das hätten wir nachher nicht mehr bekommen können. Noch irgendwas? Liegt hier noch irgendwas bei Gacho? Scheinbar nicht. Gut. Jawohl, hier ist noch irgendwas. Hier in der Ecke? Na? Hier auf dem Tisch, oder? Hallo? Ah, okay. Hier da dazwischen ein Verlottbonbon. Na gut. Da ist noch ein Ditto. Ditto-Fang-Serie mache ich jetzt aber nicht. Magma. Ein Top-Elixier. Was ist denn das hier für eine Maschine? Da steht ein riesiger Glasbehälter. Er sieht sehr stabil aus, aber weist einige kleine Risse auf. Irgendetwas muss mit voller Wucht mehrmals von innen gegen das Glas geschlagen haben. War es etwa ein Mewtwo? Oder war es dieses Radfratz? Nee. Sicher nicht. Findest einen Geheimschlüssel. Sehr gut, endlich. Wurde auch Zeit. Haben wir hier noch? Ein Stärkebonbon. Okay. Schauen wir noch in das. Kann man nicht, okay. Bin ich eigentlich nur zufällig hingegangen. So, dann kann ich natürlich ein Fluchtteil ansetzen. Ich schaue noch ganz kurz Pokémon-mäßig. Wie schaut's da aus? Slimog. Muss den nochmal drücken, okay. Dann auch Chaneros auftauchen. Aber ja, ist egal. Braucht aber kein Chanera. So, hier waren eigentlich fast nur Chanera. Slimer. Und sonst? Slimog. Okay. Das hat sicher auch Einfluss darauf, welche Pokémon das spawnen. So, Whitetail. Fluchtzahl von den 7, die ich noch habe. Bringt mich wieder raus. Sehr gut. Dann einmal heilen und Gyarados mal an die erste Stelle geben. Kann sich jetzt hier austoben in der Arena. Nachdem wir unser Pokémon mal kurz geheilt haben und etwas getrunken haben. Das war's auch schon, mehr habe ich nicht. Ah, doch 2 Stunden durchgehalten, das freut mich.
Könnte aber überall vertragen, oder? Wir haben verbraucht. Ja, doch einige. Mal 140, vor allem zwei so viel Geld. Gern die komische Krone dafür Pikachu. Die 999.999 kostet. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? In dieser kommen wir gleich zu Frage Nummer 1. Jetzt noch nicht, Pyro. Dein Einsatz kommt erst ein bisschen später. Okay. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, bei dem Herrn, den du gerade gesehen hast, handelt es sich um Pyro, den Arenaleiter hier auf der Zinnoberinsel. Seines Zeichens Meister im Umgang mit Feuer-Pokémon. Dass du es hierher geschafft hast, bedeutet wohl, dass du den Geheimschlüssel ergattert hast. Damit hast du das erste Rätsel gelöst und dir verdient, in diese Arena antreten zu dürfen. Aber vorsichtig, hier gelten andere Regeln. Neben Kämpfen musst du nämlich auch noch einige knifflige Quizfragen beantworten. Na gut, dann viel Spaß und verbrenn dir nicht die Finger. Pokémon Arena, Latter Pyro, anerkannter Trainer Hitch. Pyro lässt sich jede Menge anfallen, damit uns Forschern hier auf der Zinnoberinsel nicht die Decke auf den Kopf fällt. Cool. Und jetzt. Dieser Feuerlöscher mit dem Pokéball-Logo-Dingens hier. Ja, wann geht's los? Achso, jetzt ist hier wie eine Quiz-Show, okay. Pyros Unterhaltungskünste lassen zwar etwas zu wünschen übrig, aber im Kampf macht er dieses Manko mehr als wett. Das hier ist quasi die einzige Abwechslung vom Alltagstrott, die wir auf der Zinnoberinsel haben. Okay. Gibt es eigentlich noch andere Arena-Leute, die sich auf Feuer-Pokémon spezialisiert haben? Ich glaube schon. Zwar nicht hier, aber ich bin schon richtig heiß darauf zu sehen, was für hitzige Kämpfe und Fragen uns heute noch erwarten werden. Hahaha, Pyro ist der Beste! Gib alles! Ich bin zwar kein Trainer, aber Pyro hat mir erlaubt, trotzdem zuzuschauen. Hallo. Ich glaube, ich habe mich schon unterhalten. Hä? Wollte er nicht ran? Ich kann mich mit der Dame dort vorne nicht unterhalten. Das ist ja seltsam, aber na gut, von mir ist. Okay, spreche ich mal kurz, weil ich will ja kämpfen. Normal kommt man da. Kann man die Kämpfe ja umgehen, wenn man die Fragen richtig beantwortet, aber ich will ja kämpfen. Na, bist du bereit? Ja. Gut, dann stell dich einfach mal darüber. Willkommen beim Pokémon Quiz, live hier aus der Arena der Zinnoberinsel. Meine Kandidatin muss insgesamt 5 randhafte Fragen beantworten. Für jede korrekte Antwort erhält sie jeweils eine Pyro-Puppe. Liegt die Kandidatin mit ihrer Antwort jedoch daneben, muss sie gegen einen meiner Schüler als waschechte Trainer zum Kampf antreten. Behält sie bei einem Kräftemessen die Oberhand, bekommt sie eine Pyro-Puppe. Ob es meiner Kandidatin wohl gelingt, alle 5 Puppen in ihrem Besitz zu bringen? Kommen wir gleich zu Frage Nummer 1. Welches Pokémon gehört der Kategorie Brenner an? Magma wahrscheinlich, darum sage ich absichtlich Vulkan, damit ich kämpfen muss. Kandidatin hat ihre Antwort gegeben, doch liegt sie damit auch richtig? Leider nein, so ein Pech aber auch. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber deine Antwort bleibt leider falsch. Zur Strafe musst du gegen einen meiner Schüler antreten. Was glaubst du, wie heiß der Feuerarter meines Pokémon werden kann? Das ist eine tolle Show. Tüftler Ole. Texo, na gut, okay, das war jetzt nicht kämpfen, aber na gut. Wieder eine coole Arena, wo wir hier kämpfen. So, los, her mit der Pyro-Puppe. Um auf meine Frage zurückzukommen, die Antwort lautet sehr heiß, denn der in der Luft enthaltene Sauerstoff, bla 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 bla. Nice. Wie heißt der Feuerarter meines Pokémon werden kann? Das gibt es auch nämlich Pokémon Go bei den Go Rocket Rüppeln. Haha, das war eine beeindruckende Vorstellung. Zur Belohnung gibt es eine Pyro-Puppe für dich. Sehr schön, weiter im Text mit Frage Nummer 2. Wie viele der Pokémon-Liga anerkannte Arena-Orden gibt es? Ziemlich sicher, dass es 8 sind, darum sage ich 7. So ein Pech aber, alles falsch.
Man kann es drehen und wenden, aber falsch. Schüler antreten. Früher war ich ein Dieb und habe allerlei krumme Dinger gedreht. Aber hier auf der Zinnoberinsel habe ich auf den rechten Pfad zurückgefunden. Cool. Toll. Bitte auf jeden Fall unbedingt deine Lebensgeschichte hören. Dieb Ralf. Wohl Nona. Schick. Ich ergebe mich. Ich hoffe. So, Büropuppe, Katsching. Frage Nummer 2, was? Das ist erst Frage Nummer 3 eigentlich, aber egal. Pyro, ich mische mich ja nur ungern ein. Achso, aber wir sind bei der dritten Frage. Ich sollte auf jeden Fall alles vorlesen. Ups. Das habe ich doch gesagt. Kommen wir also gleich zur Frage Nummer 3. Setzt ein Pokémon eine Attacke vom Typ Stahl gegen ein Feuer-Pokémon ein, dann ist sie nicht sehr effektiv, würde ich sagen, aber ich will ja falsch liegen. Oder? Stahl gegen Feuer ist nicht sehr effektiv, genau. Pikachu ist die ganze Zeit enttäuscht von mir. Man kann es drinnen wenden, der Anfang war falsch, gegen Schüler antreten. Weißt du, wie da aus Pyro ein Pokémon-Trainer geworden ist? Da die Geschichte hätten wir nicht mal gesehen, wenn wir einfach alles richtig beantworten würden. Tüftler leben. Im Boden steht überall XOXO. Wahrscheinlich hast du einfach nur die richtige Antwort, eine falsche Antwort. So in dem Sinn. Pyro hat sich in den Bergen verlaufen, als über ihm ein feuriges Vogel-Pokémon erschien. Mit seinen gleißenden Flammen hat es den dunklen Bergpfad erleuchtet und ihn so gerettet. Ah ja. Darum mag er Feuer-Pokémon. Das leuchtet an. Das war eine beeindruckende Vorstellung. Du bringst eine Pyro-Puppe für dich. Das läuft ja wie am Schnürchen. Unsere Kandidatin hat sich damit sage und schreibe 3 Pyro-Puppen erkämpft. Bravo! Frage 4 steht schon in den Startlöchern. Enthält die DTM 28 die Attacke Hyper-Mega-Superstrahl? Ja, dann soll das ein schlechter Scherz sein. Ich sage einfach mal das da. Kandidatin hat dir einfach so gegeben, bla bla bla, Gold richtig, um genau zu sein, ein Volltreffer, Mist, naja, wurscht. Glückwunsch, dass du der Büro-Puppe-Rätsel verdient, geil. So, 5. letzte Frage wartet auf sie. Wer wird dich im Anschluss an diese Frage zu einem Kampf herausfordern? Pyro, der Arena-Leiter der Zerumba-Insel, ein Master-Jünger mit Feuer-Pokémon, ein Hitzköpfiger Quizmaster, ein älterer Herr mit Bart. Du! Gold richtig, ein Volltreffer. Boah. Na bumm. Du hast dir jetzt also alle 5 Pyro-Puppen gesichert. Das bedeutet, es ist an der Zeit, es mit mir aufzunehmen. Ich bin Pyro, der Arena-Leiter des Sinnoh-Insel mit dem unbändig lodernden Feuer im Herzen. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Boah. Ich hoffe, du hast genügend Feuerheiler mitgebracht. Arena da Pyro mit seiner brennenden Sonnenbrille. So. Mit einem Magma geht's los und zwar Level 47. Okay. Mal schauen, ob das reicht. Jo. Arcani. Schick. Ziemlich riesig, aber mit meinem Garados ist eben auch riesig. Und kann hier rumschweben. So, dann Galoppa. Arcani war schon so ein stärkstes, glaube ich, oder? Galoppa ist ein bisschen schneller als ich. Flammenblitz verletzt sich selbst dafür, oder? Ja, ist aber egal.
Und dann Winona noch. So, Arcane war das einzige, das Level 48 gesetzt. Jo, Arcane war dann Spexis. Ein Feuersturm, der natürlich auch wieder trifft. Aber in dem Fall nicht so schlimm. Gengar mal ein Level up. Gewalt natürlich auch. So. Mein Feuer ist erloschen. Glückwunsch, mit deiner vorigen Performance hast du dir den Vulkanorden verdient. Yes, yes. Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich überlasse ich dir diese TM, Feuersturm. Diese Feuerattacke eignet sich hervorragend für Feuer-Pokémon wie Glutexo und Vulpix. Feuersturm ist eine der mächtigsten Attacken vom Typ Feuer. Du wirst dich vielleicht fragen, warum sie so sonderbar aussieht. Tja, ganz genau kann ich das leider auch nicht sagen. Ich habe nur gehört, dass es was mit ihrem Herkunftsort zu tun hat. Auch ein Quizmaster wie ich ist nicht allwissend. Na gut, so. Ich hätte auch gerne eine Pyro-Puppe, das sagt jetzt etwas anderes, oder? Pachu sah so süß aus, während du die Quizfragen beantwortet hast. Ah ja. Eine Quizfragen hätte ich auch beantworten können, da kann man ruhig stolz drauf sein. Ja, kann ich nicht mit dir reden? Hallo, irgendwie. Wo nicht? Okay. Du und Pyro habt uns eine Vorstellung geboten, die man so schnell nicht wieder vergisst. Das war ein toller Kampf, da bin sogar ich ins Schwitzen gekommen. Du bist nicht von schlechten Eltern, wer weiß, vielleicht hast du ja auch das Zeug zur Arena-Leiterin. So, mit dem Typen da drüben kann ich übrigens auch nicht reden. In letzter Zeit sorgen jede Menge talentierte Kandidaten dafür, dass wir mal abschalten und fünf gerade sein lassen können. Was soll das heißen? Du hast es geschafft, Marcy. Das war in dem Hitzkopf aber eine Lehre. Ja, außerdem sehen die Dinger aus wie Pyros. Das merke ich jetzt erst. So, okay, jetzt können wir. Ah, und als Hitch. Ah, da bist du ja. Ich dachte mir schon, dass du bald die Arena zu Nobainseln erreichen würdest. Hast du gegen Pyro gewonnen? Super, dann mal herzlichen Glückwunsch. Um zur Pokémon-Liga gehen zu können, braucht man 8 Orden, oder? Ich habe bisher 7, jetzt fehlt nur noch die Arena in Vertania City. Neulich war da aber dummerweise niemand. Ich nehme an, du hast sie auch noch nie von innen gesehen. Weißt du was, ich schaue am besten einfach nochmal in Vertania City vorbei. Gute Idee. Bis später. So. Dann nimm da mal meine Pokémon vor. Sehr gut, war ich dann jetzt sozusagen schon fast überall. Ich glaube ja. Pacho fängt plötzlich an zu kichern. Das ist einfach so automatisch streichelt. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich dachte, ich muss immer A drücken, damit das funktioniert. So. Beere, ich hätte noch Beeren für dich hier. Das haben wir gerade schnell gefressen. Noch eine? Ah ja. So. Mach mal wieder dann, ich mag dich sehr, Ding. Schade. Na gut. Na dann, Himmels ritten wir gleich nach Vertania City, wenn hier sonst dabei nichts mehr zu holen ist. Dort wäre das Kraftwerk noch, da können wir uns Zapdos holen. In der Siegerstraße ist dann Lavados. Gehen wir jetzt erstmal in die Arena. Dass das überhaupt schon möglich ist. Wenn man da wirklich absolut nichts mehr machen muss. So, natürlich hätte ich nach oben müssen.
Warte schon. Sehen wir was? Wohl nicht. Ah, da ist es schon wieder. Verschlossen, wie gedacht. Aber warum? Sesam, öffne dich! So wird das nichts. Uch, hey Marcy, sag doch was, anstatt mir dabei zuzusehen, wie ich mich hier zum Hampelmann mache. Aber ist auch nicht so wichtig. Verrat mir lieber, wie viele Orden du dir schon erkämpft hast. 7? Damit legen wir Kopf an Kopf. Fehlt bloß noch die Arena von Vertania City, aber aus irgendeinem Grund ist sie nie offen. Wir müssen jemanden finden, der uns sagen kann, warum wir nicht in die Arena kommen. Weißt du, fällt dir jemand ein, der uns helfen könnte? Was sag ich? Pikachu, der alte Mann da. Ich weiß es nicht. Der alte Typ da. Pikachu jedenfalls nicht, glaube ich. Wie bitte? Ich weiß von gar nichts. Natürlich nicht, sorry. Da müssen wir uns nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ah, okay, das ist nochmal dasselbe. Aha, meinst du? Okay, ich habe kein Wort verstanden. Natürlich, wer sonst? Na los, machen wir uns auf die Socken. Ja, was sei. Ich wollte dich gleich am Anfang danken.